Wir haben aktuell um die 60 Auszubildende in ganz Deutschland. Zusätzlich bieten wir duale Studiengänge bei uns im Haus an, wie das Wirtschaftsingenieurwesen oder der Maschinenbau. Diese Woche dürfen wir hier am Firmensitz in Süßen 12 neue Auszubildende begrüßen, die von 6 verschiedenen Karl-Stahl-Firmen hier anwesend sind. Die kriegen für den Start ins Berufsleben das nötige Handwerkszeug mit. Wir bilden im Haus hier aus, weil wir Fachkräfte benötigen. Deswegen machen wir das auch sehr gern in den eigenen Firmen. Wir sind sehr daran interessiert, die Auszubildenden für den Eigenbedarf auszubilden und freuen uns immer wieder, wenn wir meistens nach ca. 3 Jahren geschulte Fachkräfte, die unsere Produkte kennen, bei uns im Haus übernehmen und einsetzen dürfen. Freundlichkeit können wir uns leisten. Sie kostet nichts und bringt am meisten. Die Azubi-Woche fand ich sehr informativ, da ich die anderen Auszubildenden auch hier in Süßen kennenlernen durfte. Wir hatten interessante Seminare, aber auch Sachen, die mehr Spaß gemacht haben, zum Beispiel die Schnitzeljagd. Außerdem haben wir eine Führung durch das hauseigene Museum bekommen. Dort haben wir gezeigt bekommen, wie man ein Seil aus Hanfstoff macht, was sehr interessant war. Die Azubi-Woche war sehr interessant und vor allem auch aufregend, weil wir viel Neues gemacht haben und auch vor allem der Ausflug war echt toll. Wir haben neue Leute kennengelernt, auch aus München waren welche da und es war im Großen und Ganzen einfach richtig schön. Ich fand es sehr interessant, auch dass wir Azubis uns untereinander besser kennenlernen konnten
Und ich fand es auch richtig gut, dass die einzelnen Abteilungen sich vorgestellt haben und erklärt haben, was ihre Aufgabenbereiche sind und auch uns die Fertigung zum Beispiel gezeigt haben. Mir hat es hier sehr gut gefallen.